Hallo, ich bin Ascor von Spaniens Genusswelten. Heute mache ich uns San Jacobos de Calabacín. Das sind spanische Cordon Bleus mit Zucchini. Ich denke mir einfach, es gibt ganz viele Zucchinis derzeit. Was kann man denn Lustiges damit noch anstellen? Daher habe ich euch dieses Rezept heute mitgebracht und mehr dazu erfahrt ihr dann gleich. Was brauchen wir denn heute für das Rezept? Wir brauchen Zucchini. Ihr könnt eine große oder zwei mittlere nehmen. Wir brauchen Kochschinken, zwei Eier. Wir brauchen Käse, einen Jungkäse, Olivenöl, Semmelbrösel und Mehl und ein bisschen Salz. Legen wir mit der Schnibbelarbeit los. Inspiration heute für das heutige Gericht war tatsächlich eine Kundin im Laden, die gesagt hat, Mensch, Ascor, mach bitte was mit Zucchini. Ich habe einen Garten und ich habe eine Riesenschwemme an Zucchini. Und es ist richtig, Zucchini werden in vielerlei spanischen Gerichten verwendet, aber so, dass es wie so ein Cordon Bleu ist, da wollte ich euch nochmal so ein bisschen den geschichtlichen Hintergrund erzählen. Die San Jacobos, das sind kleine Sandwiches, also ähnlich wie ein Cordon Bleu auch, wo man früher den Pilger erkannt hat, ob er christlich, islamisch oder halt eben jüdisch war. Die Islam und die jüdische Bevölkerung hat dieses Gericht nicht gegessen, weil einerseits Schweinefleisch drinnen ist und im Judentum ist es auch nicht erlaubt, dass man Schweinefleisch oder Fleisch an sich mit Milchprodukten mischt. Und so konnte dann die Pilgerstätte entscheiden, nee, wenn du wirklich pilgerst und einen Glauben in dir hast und diesen Weg zum Santiago gehst, dann beherberge ich dich gerne oder halt eben nicht. Und mit diesem Gericht wurde dann gleich erkannt, wer welchen Glauben hat. Fand ich spannend, dass man das damals so gemacht hat. Wir belegen jetzt die Zucchini-Scheiben. Ich habe immer so einen Zwilling an Scheibe gegenübergelegt, dass ich die dann gleich von der Größe her zusammenklappen kann. Hier kommt noch ein bisschen Salz erstmal und belege die mit Kochschinken. Moment, Moment, bevor das zum Einsatz kommt, muss das aber erst einer Qualitätskontrolle unterzogen werden. Ich meine, wir können nicht einfach hier irgendwas verwenden, ne? Ja, genau. Und? Ja, kann man einsetzen. Was viele auch nicht wissen, also Santiago de Compostela ist in Galicien. Ich habe zwar jetzt so einen Schal mit diesen Fransen, das ist so ein bisschen Flamenco angedeutet. Mit den Manton gibt es ja diese Flamenco-Tücher. Aber die Folklore in Galicien beispielsweise ist eine ganz andere. Dort ist auch die Region eine ganz andere. Also in der galizischen Folklore wird mit Dudelsäcken beispielsweise Musik gemacht. Man kann sagen, es ist jetzt wirklich nicht nur kulinarisch, sondern auch folkloristisch, hat jede Gegend in Spanien echt was Besonderes zu bieten und ist nicht einheitlich. Den heutigen Käse, den ich hernehme, ist von der Käserei Eume aus Galicien. Der nennt sich Doña Castro. Das ist ein neuer Käse bei mir im Shop. Ist ein Jungkäse aus Kuhmilch und der schmilzt besonders gut. Also wenn ihr Gerichte habt, wo ihr sagt, Mensch, ich möchte etwas wie so ein Butterkäse haben, ist das der richtige Käse. Und wo bekommt ihr auch die spanischen Originalzutaten? Gerne bei mir im Onlineshop www.spanienshop.com. Und wenn ihr in München seid, schaut gerne im Geschäft Donosti vorbei in der Blutenburgstraße.
ihr ja gesehen, ich habe mir hier so eine Paniermehlstraße aufgebaut. Erst ziehe ich die Zucchinis durch Mehl, durch Ei, durch Paniermehl. Und jetzt erwärme ich dabei schon mal das Öl. Ich nehme heute das La Cultivada Öl, Quinta Essentia. Quinta Essentia heißt, das ist ein Coupage-Öl, da sind mehrere Olivensorten drin, in dem Fall Picual, Oji Blanca und Arbequina. Das ist sehr aromatisch und ich liebe das in Verbindung mit einer etwas unspannenden Zucchini als Gemüse, mag ich ein richtig kräftiges Olivenöl, das schön in der Panade ist. Wenn ihr sagt, ich möchte lieber kein so kräftiges Olivenöl hernehmen, nehmt ein reinsortiges Arbequinaöl. Wenn euch die Rezeptideen gefallen, dann lasst uns gerne einen Daumen da, abonniert den Kanal und kommentiert unten. Über einen netten Kommentar freuen wir uns immer. Wir haben bereits schon ein Rezept mit Zucchini gemacht. Ich verlinke euch hier oben mal die überbackenen Zucchini-Schiffchen. Wenn das nicht eine leckere Tapa ist, dann weiß ich auch nicht. Ich probiere gerade mal. Heiß, mit Sicherheit. Sehr gut. Lust auf weitere spanische Rezepte? Dann klickt einfach hier in das nächste Video. Dann sehen wir uns gleich wieder. Tschüss!